Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Sagt einmal, wie ist das bei euch? Hetzt ihr durch den Dezember und habt einen Termin nach dem anderen und wisst gar nicht, wo euch der Kopf steht und ihr müsst noch ganz viel besorgen und ein Termin jagt den nächsten? Oder geht ihr im Dezember einen Schritt zurück und lasst es ein bisschen ruhiger angehen und nutzt die Zeit auch, um bei euch selbst anzukommen. Das fände ich super spannend zu erfahren. Also kommentiert super gerne das Video, wie ihr das so macht im Dezember. Bei mir ist es so, dass ich im Dezember bewusst zurückschalte und auch nach innen schaue und ganz viel reflektiere. Und genau darum soll es in diesem Video gehen, wie du den Dezember einfach total super nutzen kannst, um dich neu auszurichten, dein Business neu auszurichten, um dann im neuen Jahr total richtig gut durchzustarten. Letztes Jahr fand ich es total einfach, im Dezember zurückzuschalten, weil wir ab Mitte Dezember ja im tiefsten Lockdown waren. Es war überhaupt nichts mehr möglich. Keine Weihnachtsfeiern, keine Treffen, kein Shopping. Und da fand ich es wirklich einfach, zurückzuschalten, weil das Außen einfach ruhig war. Es kam nichts vom Außen, es kamen keine Termine vom Außen, Kontaktbeschränkung und so weiter. Das heißt also, man hatte Zeit und Freiraum für sich. Dieses Jahr ist es schon ein bisschen herausfordernder, weil natürlich noch einiges so möglich ist. Natürlich auch keine ausschweifenden Weihnachtsfeiern, aber schon das ein oder andere ist halt da. Deswegen finde ich dieses Jahr schon ein bisschen herausfordernder als das letzte Jahr, wirklich im Dezember ein bisschen zurückzuschalten, Ruhe einkehren zu lassen und auch zu reflektieren. Und ich mache das so, ich plane mein Jahr durch und nehme mir verschiedenste Projekte vor, die ich halt als Ziel habe, um dann halt zu sagen, was habe ich dann für Wochenziele, weil um dann zu wissen, dann muss es fertig sein, muss ich dann ja zurückplanen können, wann fange ich damit an, was mache ich wann. Und so plane ich mein Jahr grob vor, das mache ich immer im Dezember. Und was einfach so wichtig ist, ist, wenn man, bevor man in die neue Planung geht, dass man halt erstmal reflektiert, was ist dieses Jahr denn eigentlich gewesen? Und in der Zeit bin ich gerade, also wir haben jetzt ja Advent, das heißt ja Ankommen, und ich nehme mir bewusst Zeit, setze mich hin, nehme ein Blatt Papier und stelle mir halt bewusst Fragen. Zum Beispiel, was ist dieses Jahr total gut gelaufen, was habe ich geschafft, für was bin ich total dankbar, aber auch, was gab es dieses Jahr für Herausforderungen und wie habe ich die gemeistert, habe ich das geschafft, diese Herausforderungen oder nicht? Und jede Herausforderung, die man nicht geschafft hat, daraus kann man ja lernen. Und sowas schreibe ich dann halt auch auf, was habe ich daraus gelernt, und dass es halt so ein rundes Portfolio gibt, dass man weiß, was ist denn eigentlich dieses Jahr gewesen, was war super toll und aus was hat man gelernt. Und ich finde es immer so spannend, wenn man sich da wirklich hinsetzt und sich Zeit nimmt. Du brauchst dir auch nur 10 Minuten, eine Viertelstunde pro Tag Zeit nehmen und dir eine von diesen Fragen stellen. Und ich finde es so spannend, was dabei rauskommt. Und immer wenn ich da gesessen habe und mir nichts mehr einfällt, dann nehme ich diese Frage mit in meinen Tag und mir fallen noch so viele Dinge ein. Und dann nach einer Woche denkt man so, wow, krass, was hast du dieses Jahr alles geschafft? Und das hatte ich gar nicht mehr so richtig vor Augen. Und deswegen finde ich diesen Dezember einfach so toll und lasse dieses Reflektieren einfach zu. Und das tut mir auch total gut und es tut auch meinem Business total gut. Und was ich dann noch mache, das verrate ich dir jetzt. Vielleicht hast du jetzt schon nach diesen paar Minuten Videoschauen so ein paar Stimmen im Ohr und im Kopf, so von wegen, Sabrina, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich bin mitten im Weihnachtsgeschäft. Ich muss total viel Produkte produzieren. Ich verschicke die, ich verkaufe die, ich muss noch Rechnungen schreiben, ich muss noch Weihnachtsgeschenke besorgen. Dann steht das und das und das und das an. Ich habe dafür gar keine Zeit, das zu machen. Und bei mir ist es genauso. Ich bin auch völligst im Weihnachtsgeschäft. Der Laden brummt, die Online-Shops brummen ohne Ende. Trotzdem nehme ich mir die Zeit, sei es jetzt auch nur 10 oder 15 Minuten am Tag, um mir diese Reflexionsfragen zu stellen, weil ich genau weiß, wenn ich das mache, dann bringt mir das nicht nur persönlich was, sondern es bringt auch total mein eigenes DIY-Business nach vorne. Und deswegen, wenn du jetzt schon so, das geht nicht, das kann ich nicht, möchte ich dir jetzt einfach den Zahn ziehen. Das kann jeder machen. Das ist deine bewusste Entscheidung, ob du dieses Reflektieren einfach zulassen möchtest. Und ich kann dir nur den Tipp geben, probier es aus. Es bringt einfach so
Es bringt so wahnsinnig viel, nicht nur dir persönlich, sondern auch wirklich für deine Selbstständigkeit. Und nach dem Reflektieren kommt das Entrümpeln bei mir. Es geht darum, dass ich mir die Frage stelle, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und was mir gut tut oder mir nicht gut tut, das können Dinge sein, das können aber auch Menschen sein. Und du kannst ja einfach mal dir auch die Frage stellen, welche Menschen tun mir in meinem Leben gut und welche Menschen rauben mir vielleicht Energie und tun mir gar nicht gut. Und dann kann man die ganz bewusste Entscheidung treffen, nicht nur für Dinge, sondern auch für Menschen. Möchte ich diese Menschen oder diese Dinge noch in meinem Leben haben oder nicht? Und dieser Loslassprozess ist einfach total wichtig, Dinge loszulassen. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben so richtig bewusst gemacht, dass ich Dinge wirklich losgelassen habe. Ich habe Adressen aus meinem Telefonbuch gelöscht, Handynummern und so weiter, dass ich halt wirklich, ich habe wirklich Platz geschaffen. Und es ist wirklich so, wenn du Dinge loslässt oder auch Menschen, dann hast du beide Hände frei, um was Neues zu erhalten. Und genau das möchten wir natürlich im neuen Jahr. Wir möchten neue Dinge, wir möchten neue Menschen in unser Leben ziehen. Und deswegen ist dieses Loslassen einfach so unendlich wichtig. Und was für mich auch dazu gehört, ist Entrümpeln. Und ich hatte mit meinem Keller angefangen. Oder eigentlich hat das Universum mir den Wink gegeben, so für mich, Sabrina, du musst mal wieder den Keller aufräumen. Ich wollte nämlich Weihnachtsdeko aus dem Keller rausholen und habe mich ungeschickt umgedreht, habe eine volle Weinflasche runtergeragt und der ganze Keller, ihr könnt euch vorstellen, voller Scherben, voller Wein. Erst habe ich geflucht und dann dachte ich, okay, danke, liebes Universum, ja, du hast völlig recht. Ich habe diesen Raum und den Keller total vernachlässigt. Hier sind total viele Dinge, die gehen dürfen, die wirklich auf den Sperrmüll dürfen, die entweder verschenkt werden können, die ich spenden kann, die ich bei eBay Kleinanzeigen einstellen kann zum Verkaufen. Und außerdem muss hier mal so richtig wieder sauber gemacht werden. Genau, und das habe ich gemacht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein befreiendes Gefühl ist. Der Keller ist entrümpelt, er ist blitzblank sauber, man kann fast von dem Boden essen. Und der Keller, der steht halt auch so sinnbildlich für die Vergangenheit. Also wenn du den Keller aufräumst, dann räumst du halt auch in deiner Vergangenheit auf. Und das Gleiche gilt für den Dachboden. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das habe ich auch noch auf meiner Liste. Dieses Jahr wird auf jeden Fall noch der Dachboden aufgeräumt und da dürfen auch einige Dinge gehen, die ich dann halt wegbringe, spende oder verschenke oder halt verkaufe. Und der Dachboden steht halt für die Zukunft. Und deswegen finde ich das halt so lustig mit der Weinflasche, dass mir wirklich ganz klar gezeigt wurde, Sabrina, du fängst jetzt erstmal mit dem Keller an, in der Vergangenheit räumst du jetzt auf und dann geht es über die Gegenwart und dann halt in die Zukunft. Mega lustig. Also wie man so durch sein Leben gelenkt wird, wenn man ja mit offenen Augen durchs Leben geht. Ja, und was jetzt so nach der Entrümpelungsphase kommt, das verrate ich dir jetzt. Ich habe entrümpelt, ich habe losgelassen und dann kommt dieser kreative Schaffensprozess, denn du hast jetzt beide Hände frei, sei es gedankliche Art, dass du losgelassen hast oder auch wirklich, dass du die Dinge entsorgt hast oder weggegeben hast, verschenkt hast, was auch immer. Du hast dann die Hände frei für Neues und jetzt geht es halt darum, das zu kreieren, was du haben möchtest. Und da stelle ich mir einfach so die Fragen. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Was möchte ich erreichen? Welche Wünsche habe ich? Von was habe ich immer schon mal geträumt? Was wollte ich immer schon mal machen? Und was möchte ich in mein Leben ziehen? Aber auch wen? Also welche Menschen möchte ich in mein Leben ziehen? Und dieser Prozess, der ist einfach so mega spannend und man kann aber auch leider den einen oder anderen Fehler machen und sich dann genau falsche Dinge ins Leben ziehen, die man gar nicht haben möchte. Und deswegen lasse ich mich bei diesem Prozess unterstützen und zwar von dem Rauhnächte-Kurs von Miriam Krüger. Da habe ich jetzt schon die letzten Jahre daran teilgenommen und der fing eigentlich erst ja, Weihnachten rum an und ging dann bis in Januar rein. Und Miriam hat den Kurs dieses Jahr umgestellt und es geht schon in der Adventszeit los. Und ich finde das so toll, dass man jetzt halt in der Adventszeit, wo es ums Thema Ankommen geht und halt auch schon auch zum Thema Ankommen ins Reflektieren, ins Nachdenken und bei sich selbst ankommen. Deswegen finde ich das so toll, dass der Kurs jetzt schon gestartet ist. Und was einfach der absolute Hammer ist, ist diese Facebook-Gruppe, die da zugehört. Das ist eine Gruppe, ich habe sowas noch ehrlich gesagt noch nie erlebt.
so viele engagierte Menschen drin, die aber auch offen mit ihren Themen reingehen und die liebevoll die Themen der anderen beantworten, kommentieren. Es ist der Hammer. Also man kann natürlich selbst seine ja, positiven Themen einstellen und sagen, hey, heute ist das total gut gelaufen. Ich habe, weiß ich, reflektiert, das und das ist mir aufgefallen. Die Erkenntnis ist mega toll. Dann freuen sich die anderen für dich mit. Dadurch kannst du natürlich auch andere motivieren und auch mitziehen. Aber es gibt natürlich auch Themen, wo man sagt, so, boah, ne, heute ist das und das, das geht gar nicht. Ich komme da gar nicht weiter. Und auch das kann man halt einfach offen reinschreiben und es ist unglaublich, was da für liebevolles Feedback kommt und vor allem, was da auch für Impulse kommen, sich, ja, dass man auf dem richtigen Weg ist, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Heute ist mein Thema zum Beispiel das Thema Vergebung und da merke ich auch, dieses Thema, das ist ganz schön schwierig für mich und am liebsten würde ich mich heute mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen, dass ich mich bloß nicht mit dem Thema Vergebung beschäftigen muss. Und da geht es natürlich darum, sich selbst auch zu vergeben. Manchmal hat man ja Dinge gemacht, wo man sagt, boah, hätte ich das damals mal gar nicht so gemacht. Und man vergibt sich einfach selbst nicht, dass es so gelaufen ist. Es kann aber auch sein, dass einem von außen Dinge passiert sind, wo man auf die anderen Menschen wirklich noch einen Groll hegt und ja, und das gilt es jetzt für mich heute rauszufinden. Ich werde mich, nachdem ich dieses Video gemacht habe, wieder ganz gemütlich in meine, ja, Ecke setzen, die ich mir extra dafür hergerichtet habe zum Reflektieren und werde das Thema angehen, auch wenn ich da, mein Unterbewusstsein hat da keinen Bock drauf, aber das wird heute gemacht und ich habe das heute auch in die Gruppe eingestellt, dass ich sage, boah, heute ist das Thema Vergebung dran, aber irgendwie will ich nicht und da habe ich so tolle Kommentare zugekriegt und auch so viele Tipps. Also mega, mega toll. Also, wenn du jetzt sagst so, boah, das hört sich so toll an, Sabrina, ich möchte da auch dran teilnehmen, ich möchte auch das Jahr so richtig toll bewusst ausklingen lassen und dann richtig toll ins neue Jahr starten, nämlich, dass ich beide Hände frei habe, um mir einfach mein super geilstes Leben, was ich mir vorstellen kann, halt zu kreieren. Dazu gehört natürlich auch das Business, aber das Business ist halt nur ein kleiner Teil. Das Leben ist ja noch so, so viel mehr. Deswegen spreche ich hier bewusst jetzt nicht nur von deinem DIY-Business, sondern einfach von allem. Und das Schöne ist, du kannst immer noch einsteigen. Das ist bis kurz vor Weihnachten möglich. Und es ist einfach, ich kann dir nur sagen, es ist einfach nur der pure Wahnsinn. Vor allem auch, wie man dann zwischen den Jahren sein neues Jahr kreiert. Ich habe das jetzt ja schon mehrere Jahre gemacht und jedes Jahr wurde getoppt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Also es ist wirklich der magischste Kurs von Miriam. Ich kann ihn nur jedem ans Herz legen. Es ist einfach der absolute Hammer. Und dann noch ein kleiner Hinweis am Rande. Wir kommen aus einer Zeit der Transformation und der Weichenstellung. Und das Jahr 2022 ist das Jahr der Ernte. Und ich möchte unbedingt das ernten, was ich gesät habe und welche Weichen ich gestellt habe. Und ich freue mich schon so tierisch auf das Jahr 2022. Und ja, durch den Kurs wird man einfach ganz, ganz liebevoll in das neue Jahr getragen und kann sich wirklich das Leben kreieren, was man sich schon immer gewünscht hat. Und da freue ich mich einfach so tierisch drauf. Und ich verlinke dir auf jeden Fall den Link zu Miriams Kurs. Da kannst du dir nochmal alles ganz in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, ich kann dir nur sagen, es ist einfach mega geil und es ist einfach eine mega Transformation mit richtig heftigen Erkenntnissen, die einen so richtig nach vorne pushen. Also ja, mir fehlen die Worte, das ist einfach nur magisch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen total schönen, besinnlichen Dezember mit ganz, ganz vielen Erkenntnissen, Impulsen und dass du die Weichen stellst für ein grandioses Jahr 2022. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann, tschüss, deine Sabrina.